Willkommen dabei im neuen Video. Nach dem letzten Review-Format mit der ganzen Ip Man-Reihe, der ganzen Filmreihe in der Kritik, komme ich jetzt mit der nächsten kampfmäßigen Filmreihe. Und zwar ist es Ong Bak. Der Name sagt bestimmt sehr viel etwas. Allerdings bezweifle ich, dass viele Leute diesen Film gesehen haben oder diese Filmreihe. Denn es ist eher, ja, nicht ganz so bekannt. Der Name an sich ist wirklich um einiges bekannter als die Filme selber. Und ich muss auch zugeben, ich verstehe jetzt warum. Denn die Filme sind wirklich nicht gut. Fangen wir mal mit der chronologischen Reihenfolge an. Wir fangen bei Ong Bak 1 an. Und in Ong Bak 1 befinden wir uns auch in Mitte der 2000er Jahre. Sogar noch relativ jung, es ist gar nicht mal so alt, wie ich anfangs gedacht hätte. Ich dachte eher, das wäre noch viel älter gewesen. Und ja, in dem Fall wird die Statue Ong Bak aus einem kleinen Dorf gestohlen und dann muss sie zurückgeholt werden, natürlich von unserem lieben Hauptprotagonisten Tien. Und ja, der ist halt in dem Fall sehr geschult, trifft in der Großstadt, in der er noch nicht war, da auf verschiedene andere Leute, gegen die er da kämpft. Und es ist stellenweise ziemlich cool, weil seine Kampfart, das ganze Muay Thai, sieht schon wirklich richtig cool aus. Also wenn er da wirklich in Fahrt kommt und da wirklich voll drin ist und gegen mehrere Leute kämpft, extrem stylisch. Das sieht sowas von professionell cool aus. Und vor allem, das sieht auch echt schmerzhaft aus. Ich weiß nicht, was die da für Stuntleute haben, aber das sieht teilweise wirklich echt aus. Also hier und da dachte ich echt, der hat dem jetzt wirklich was gebrochen beim Aufnehmen da. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gefilmt. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber Respekt dafür auf jeden Fall, denn das war wirklich cool. Die Story an sich ist knapp unter okay. Es ist halt wirklich nichts Besonderes. Es hat ein, zwei ganz coole Charaktere. Ich finde den dicken Typ, der da die ganze Zeit ihn so ein bisschen verarscht, finde ich eigentlich ganz witzig, wie er die ganze Zeit auf diesen Kumpel da macht, den er nicht mehr erkennt. Finde ich irgendwie ganz witzig. War ein cooler Charakter. Und ja, die ganzen Gegner im Film sind eigentlich auch ganz cool. Mir gefällt es in diesem einen Kampfsportverein da, als da alle in diesem Club da drumherum stehen. Das hat mir cool gefallen. Ansonsten, ja, der eine pusht sich mit irgendwelchen Drogen voll und denkt, er wird stärker, wenn er sich das Sechsfache davon auf einmal spritzt. Und man merkt, dass der Film sehr, sehr weit hinten dran ist zur aktuelleren Zeit. Ich meine, bei Ip Man habe ich das Gleiche gesagt. Man hat gemerkt, dass sie nicht in dem Jahr sind, in dem dieser Film spielt. Denn naja, es hat sich eher angefühlt wie 20 Jahre vorher, wenn man so einen amerikanischen Film vergleicht. Und hier hat sich angefühlt wie 30 Jahre vorher. Es war einfach noch weiter hinten dran. Aber alles in allem war Ong Bak auf jeden Fall okay. Ich habe dann auf jeden Fall eine höhere Erwartung von Ong Bak 2 gehabt, denn Ong Bak 2 spielt tatsächlich nicht mehr in dem Jahr, sondern 500 Jahre zuvor. Ein Vorfahren von Tien, der auch so heißt. Und ja, da sind wir in dem Fall auch im Dschungel. Es ist super wild. Es laufen eigentlich nur wilde Leute herum. Das ist das perfekte Szenario für Brutalität vom Feinsten. Davor waren wir noch irgendwie ein bisschen in dieser moderneren Zeit. Aber da, vor 500 Jahren, war es halt wirklich grausam. Da hatten wir wirklich die Möglichkeit, grausame Stellen mit einzustellen. Und ja, ja, naja. 1,5 Stunden lang ging der zweite Teil. Und die letzten 20 Minuten von diesem Film waren absolut genial. Die waren wirklich sehr stark. Richtig, richtig geile Kämpfe gewesen. Hammer choreografiert. Also wirklich, das war Next Level. Ich habe so eine Choreo noch bei keinem Film gesehen, der irgendwie aus Amerika oder so kam. Wirklich nicht. Das war wirklich super stark. Und das schon vor, in dem Fall, 15 Jahren jetzt mittlerweile. Wirklich sehr, sehr stark gewesen. Und hat auch Teil 3 nicht geschafft zu übertreffen. Richtig cool. Also wenn ihr mal wirklich einen coolen Kampf sehen wollt, gebt euch die letzten circa 20, vielleicht 25 Minuten von diesem Film Ong Bak 2 wirklich saustark. Ihr müsst nichts von der Story wissen, denn diese Story ist wirklich gottlos schlecht. Es ist so langweilig. Es wiederholt sich alles. Sie machen so viele verschiedene Sprünge in die Vergangenheit.
Es ist so ein merkwürdiges Konzept. Es ist nicht der normale Filmaufbau, wie man ihn kennt, von keinem Film. Es ist so random zusammengewürfelt. Es kommt andauernd irgendwas von der Vergangenheit und dann wieder nicht und dann aber wieder doch. Und dann gibt es so verschiedene Effekte mit Slow-Mo und Heranzoomen und hin und her wechseln, so wie aus diesen typischen Meme-Seiten, die dann irgendwelche indischen Filme posten oder so Szenen davon, wo es übertrieben wird. So ungefähr war es auch in diesem Film. Ja, deshalb, das war alles sehr merkwürdig. Es war auch keine gute Story. Am Ende soll es dann so einen kleinen Twist noch geben. Aber das hat alles nicht wirklich gezogen, weil einfach nichts so wirklich Sinn ergeben hat. Szenen waren todeslang gestreckt, in denen nichts passiert ist, in denen einfach Personen getanzt haben. Hatte auch nichts mit irgendwas zu tun. Es haben einfach getanzt. Und das dann für 3-4 Minuten am Stück. Mit irgendwelchen Slow-Mo-Versionen, wie dann der König die Frau begutachtet. Es hat aber keinen Sinn gemacht. Es war einfach für nichts gut. Und es waren so viele Stellen dabei, die einfach nur gestreckt waren, denen nichts passiert ist, in denen wirklich alles doppelt und dreifach vorkam. Also die letzten 20 Minuten waren wirklich sehr stark, aber der Rest wirklich Müll. Dann kommen wir noch zum dritten Teil, Ong Bak 3, das Finale. Was ich da sehr gut fand, es ging direkt da weiter, wo Teil 2 aufgetaucht hat, denn Ong Bak wurde am Ende besiegt. Und Ong Bak 3 geht's weiter, er ist gefangen genommen worden und musste ausbrechen. Und die ersten so 10 Minuten haben mir echt gut gefallen. Und danach ist das typische Ong Bak 2 Problem wieder aufgetreten. Es ist so viel random Zeugs wieder passiert. Es ist so lange gezogen worden. Dinge, die einfach nichts verändert haben, wurden so lang gestreckt. Er konnte dann erstmal durch die ganzen Quälereien, durch das ganze Foltern, war er komplett am Arsch, musste in einer Art Reha im Prinzip, musste dann erstmal wieder lernen zu laufen und so weiter. Und diese Montage ging unendlich lang. Es hat einfach nicht aufgehört. Es war so eine lange Montage, die dann später sogar noch eine Fortsetzung erhalten hat. Es gab später im Film nochmal eine riesen Montage, wie er wieder trainiert hat. Und das Ganze hat wirklich so lang gezogen. Also Rambo-mäßig war das nicht. Wirklich nicht. Es gab wirklich wieder viele Stellen, die einfach keinen Sinn ergeben haben, die so random lang gezogen waren oder die einfach nichts miteinander zu tun hatten. Auch gegen Ende hat er dann eben gegen so eine Art Armee gekämpft, was eigentlich ganz cool war, und wurde dann am Ende von dem neuen Herrscher umgebracht. Und dann konnte er irgendwie die Zeit zurückspulen oder es war nur eine Art Idee, wie es laufen könnte. Und dann hat er irgendwie mit der Sonnenfinsternis gespielt. Dadurch wurde dieser Rabenkönig, der irgendwie ein Hexer oder Magier sein sollte, seiner Magie entraubt. Aber er konnte dann immer noch kämpfen. Und seine ganzen Leute waren danach irgendwie erblindet oder taub. Oder sie konnten sich auf jeden Fall nicht mehr bewegen oder waren irgendwie am Boden. Was? Es ist so... Also, dieser Teil hat das wirklich noch übertroffen, Teil 2, was random das anbelangt. Und hier war tatsächlich der letzte Abschnitt von 20, 30 Minuten nicht ansatzweise so gut wie im zweiten Teil. Es war ganz nice, es gab schon ein paar sehr coole Szenen im Kampf, auf jeden Fall, aber es kommt nicht an Teil 2 ran, auf gar keinen Fall. Ganz locker nicht. Sehr schade auf jeden Fall, Ong Bak 3 war nicht wirklich gut. Wenn ich ranken müsste, wäre auf jeden Fall Ong Bak 2 ganz oben, aber nur wegen diesen letzten 20, 30 Minuten, weil es haben echt, also diese 20, 30 Minuten haben für mich alles rausgeholt. Also alles, was davor langweilig und schlecht war, hat das, finde ich, echt rausgeholt im Vergleich zu den anderen beiden Teilen. Teil 1 war durchgehend okay, hatte aber kaum eine wirklich krasse Szene. Deshalb würde ich den knapp hinter Teil 2 setzen und Teil 3 ist einfach nur Wayne. Den braucht man sich eigentlich gar nicht anschauen. Ja, nur wenn man halt Teil 2 gesehen hat, dann möchte man vielleicht wissen, wie es weitergeht. Das ist der einzige Grund, warum man Teil 3 sehen würde. Das war auch eigentlich schon alles. Schaut euch gerne Ong Bak 2 an, wenn ihr noch nicht kennt. Ich habe die wesentlichen Punkte noch nicht angesprochen, worum es da genau geht oder warum da dann genau bestimmte Sachen passieren. Ja. Schaut es euch gerne an, aber dann auch nur diese letzten 20, 30 Minuten, weil der Rest macht einfach keinen Sinn.
Dann würde ich mal sagen, so viel erstmal zur Ong-Bak-Reihe. Ah, Mann, Mann, Mann. Ich dachte, Ip Man hätte schon wenig Story, aber das hier war wirklich unterirdisch wenig Story. Dann würde ich mal sagen, das nächste Video erscheint, wenn Ong-Bak 4 erscheint.